Hey ho, meine Lieben, letzte Runde. Jedes Wochenende geht er mal zu Ende, leider. Und ja, zum Abschluss machen wir jetzt noch leckere Bacon Bomb Burger. Also ganz einfach, ganz einfache Resteverwertung. Das ist sozusagen dann gleichzeitig unser Frühstück, unser Mittagessen und unsere Nahrungsaufnahme für die Heimfahrt. Naja, leider. Gut, rüber am Grill, wo wir die Bacon Bomb nochmal aufwärmen und die Burger Buns antoasten. Genau, Attacke. So, Manne, du verweigerst die Nahrungsaufnahme. Jawohl. Wächst sozusagen Frühstück. Naja, egal, wir haben es zwar schon nach 12, aber egal. Manne haut jetzt die Bacon Bomb drauf mit dem Curryfleisch. Das ist noch die größere, was übrig geblieben ist. Und die Spätzle Bacon Bomb lassen wir in der Pfalz. Ja, genau. Die wollen ja noch ein bisschen Kultur haben hier. Gut, die lassen wir jetzt schön warm werden. Das Stück brauchen wir nicht drauf. Die Buns werden dann auch mit angetoastet. Und danach kann man schon zum Zusammenbauen anfangen. Bisschen Salat, bisschen Barbecue-Soße und fertig sind die Burger. Ja, Leute, und auf einfachste Art und Weise baue ich mir jetzt hier das Burgerchen zusammen. Ein klitzeklein bisschen Barbecue-Soße oben und unten. Oder nur unten und einmal zusammen und das Bun drehen. Schön verschmieren. Und fertig. Dann schneide ich mir hier jetzt ein Scheibchen runter. Ein bisschen Salat noch drauf. Der ist wichtig. Der ist ganz wichtig. Zum Schluss habe ich mal noch mal ein bisschen Curry hier drüber. Und fertig ist ein kleiner Bacon Bomb Burger. Und den gehen wir jetzt probieren. Tja, ab in Hals, Leute. Geil. Optimal noch Reste von der Bacon Bomb weiter zum Verwerten. Einfach lecker. Tja, Leute, dann Fazit und Schlusswort. Dass alle immer gleich herkommen würden. Du darfst hierher. Die Burgerchen waren hervorragend lecker, so auf die Schnelle noch. Ihr zwei dürft auch noch einen halben Schritt weiter vorgehen. Vor. Dann passt der Größenvergleich in etwa. Ja. Na, was sagt ihr zu den Burgerchen auf die Schnelle noch? War wunderbar. War wunderbar. Ja. War erstaunt darüber. Richtig geile Resteverwertung. Ja. Die müssen wunderbar geschmeckt haben. Ich selber habe nicht probiert, weil um die Uhrzeit esse ich nicht so gern was. Essens, aber man hat so schmatzig. Essensverweigerer, eindeutig. Ja. Das Wochenende hier bei euch war wieder wunderbar. Freut mich, ja. Mich freut auch. Mich. Ja. Und gerne wieder. Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen. Natürlich. Weil irgendwann müsste ja die Nase voll haben. Ach nö. Alles klar. Doris, Manfred, vielen Dank, dass wir wieder da vielen sein Dank. Durften. Sehr gern. Ja. Und ja, wem das Video und die letzten Videos hier gefallen haben, für jedes Video ein Däumchen nach oben, nette Kommentare, Abo, es wird uns alles freuen. Ja. Und in dem Sinne sind wir raus aus diesem wunderbaren Wochenende. Ja. Tschaikowski. Tschüss. 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 Nächsten Mal.